Gleich ist 17 Uhr, da kommt Tough und da haben wir das für Sie. Brad, Konsequenzen, ihr Blühen, das gibt's gleich bei uns. Ich freue mich. Seit meiner Uni-Zeit gab es keinen Tag mehr, an dem ich nicht gesoffen oder gekifft habe. Mit dieser Aussage schockiert Brad Pitt heute die ganze Welt. 8 Monate nach der Trennung von Angelina Jolie beichtet der Hollywood-Star seine Alkoholsucht und noch mehr. Ja, wir machen weiter mit der dümmsten Aktion des Tages. Eine Dame aus Florida will ihrem Arbeitgeber eins auswischen und täuscht einen Arbeitsunfall vor. Eine Kleinigkeit vergisst sie aber bei ihrem fiesen Plan: die Überwachungskamera. Und jetzt gibt's alle Nachrichten für Sie zusammengefasst im TAF-Tag. Ja, wie würden Sie das finden, wenn Ihr Nachbar ab morgen einen ausgewachsenen sibirischen Tiger im Garten halten würde? Wahrscheinlich würden Sie sofort die Polizei rufen. Private Raubtierhaltung ist aber gerade ein sehr fragwürdiger Trend. Wir haben geschaut, wie erschreckend einfach es ist, zum Beispiel einen Löwen zu kaufen. Tja, Wahnsinn. Bei uns geht's jetzt weiter mit der 24-Jährigen, die Lara. Die hat sich in der hart umkämpften Tattoo-Szene gerade erst selbstständig gemacht und ihr eigenes Studio eröffnet. Jetzt ist sie mit uns auf der Tattoo-Convention in Frankfurt unterwegs, um mal abzuchecken, was es so Neues gibt und ob sie sich als absolute Newcomerin so einen Standort überhaupt leisten kann. Da drücken wir ihr auf jeden Fall die Daumen. Stars sind ja bekanntlich auch nur Menschen und streiten sich deshalb auch mal ganz öffentlich mit anderen Stars. Aber was steckt wirklich hinter diesen Promi-Beefs? Ist das Ganze nur Show oder können die sich echt nicht leiden? Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. So könnte man das aktuelle Kommunikationsmodell der Topmodel-Kandidatinnen beschreiben. Es gibt nämlich wieder Knatsch am Set. Ausdiskutiert wird der aber nicht. Warum auch? Alles, was es zu sagen gibt, kann man ja in den Gesichtern der Damen ablesen. Wir haben für Sie mal übersetzt. Ein Superstar mausert sich in Hollywood gerade zu Schwiegermamas Liebling. Wer das ist und auch weitere News aus der Promi-Welt gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, diese Woche gehen wir mit Ihnen auf Shoppingtour. Gewinnen Sie entweder unseren Fashionpreis, das sind Shoppinggutscheine, erst jeweils mit FIFA-Spiel und 1000 Euro Mediamarktgutschein. Einfach anrufen unter 01379 44 77 11. Das Kennwort lautet Mode in der Boutique oder Elektro im Elektrohandel. Also schicken Sie eine SMS mit Mode oder Elektro an 3x4, 3x1 und wir drücken Ihnen ganz, ganz fest die Daumen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Vom kleinen Jungen aus ganz einfachen Verhältnissen in Bremen zum milliardenschweren Unternehmer in Dubai. Das klingt fast wie so ein modernes Märchen. Der Deutsch-Türke Saygin Yalcin hat aber genau das geschafft und dabei trotzdem seine Wurzeln nicht vergessen. Auf Promi-Veranstaltungen tummeln sich ja normalerweise die Stars und Sternchen, die man aus TV-Serien, Kinohits und der Musikbranche kennt. Gestern Abend in Berlin waren die natürlich auch alle da. Dann gab es da aber auch noch 4 Gäste mit einem Titel. Welcher das ist und wie sie bei den anderen Promis so ankommen, wir haben mal nachgefragt. Ja, wir gehen diese Woche mit Ihnen auf Shoppingtour. Gewinnen Sie entweder unseren Fashionpreis, das sind Shoppinggutscheine, eine Xbox One S jeweils mit FIFA-Spiel und einem 1000 Euro Mediamarkt-Gutschein. Die Nummer zum Glück ist 01379 44 77 11 und nennen Sie uns einfach das Kennwort Mode in der Boutique oder Elektro im Elektrohandel oder schicken Sie uns eine SMS mit Mode oder Elektro an 3x4, 3x1. Ich drücke ganz fest die Daumen und viel Spaß beim Mitmachen. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei TAF. Erinnern Sie sich noch, was Sie als 5-Jährige gemacht haben? Also ich habe, glaube ich, im Sandkasten gesessen und mit meinen 1000 Barbies gespielt. Wie wahrscheinlich jeder in dem Alter. Es gibt aber einen Jungen, der ist mit gerade mal 5 Jahren schon ein richtig angesagter DJ. Oder ein Mädchen, die ist 8 Jahre alt und Profi-Skateboarderin. Tja, die Kids haben es echt drauf. Schauen Sie selbst. Ja, Wahnsinn. Ich habe mir letztes Jahr versucht, selber Longboardfahren beizubringen. Mit 25 klappt so mittel. Skateboard geht gar nicht. Also ich würde sagen, Hut ab vor diesen Kids. Ich wünschte, ich hätte mit 5 Jahren sowas auch schon gekonnt. So, wir sind schon wieder am Ende. Schön war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Wir haben schon hinter der Bühne ein bisschen über Burger geredet und ich hole mir jetzt einen Burger. Also tschüss, bis morgen. Schönen Abend.